Auf Einladung der Stadtwerke Bruck an der Mur wurde die Fotogruppe der Naturfreunde gebeten, ein künstlerisches Auge auf die Menschen im Betrieb, auf die Technik und auf Historisches im Zusammenhang mit 110 Jahren Dienstleistung vor Ort zu werfen. Und dem folgten etliche Fotoclub-Mitglieder. Es war so gedacht, dass wir freie Hand haben und das hat geheißen, wir sollen es künstlerisch rüberbringen. Es gehört natürlich der Mensch auch dazu, die Stadtwerke arbeitet ja mit Menschen und mit der Technik auch, das ist klar, aber der Mensch ist dann irgendwie bei den Fotografieren dazugekommen. Ich habe selbst auch Ideen gehabt, also das mit dem E-Herd und so weiter, da ist natürlich der Mensch vorrangig gewesen, das ist natürlich gewesen. In allen ausgestellten Aufnahmen war die Energie des Unternehmens zu finden. Auch der Fotograf Hans Eilmer sieht die Energie in den Bildern. Das Chormeisterhaus zeigt typisch, es ist Bruck. Man sieht, es ist Max, der hier abgebildet ist, der die Beleuchtung für unser Chormeisterhaus installiert und der eben mit voller Kraft und Energie hier diese Lampe montiert. Natürlich haben wir als Fotografen auch versucht, diese Energie sichtbar zu machen, indem wir etwas mit Photoshop das Chormeisterhaus bearbeitet haben und hier praktisch fast so aussieht, wie wenn das Chormeisterhaus abbröckeln würde. Aber es ist eben die Energie vorhanden. Die künstlerische Gestaltung der Aufnahmen bietet dem Betrachter interessante Ausblicke auf Aktuelles und Historisches, wie auch Kulturstadtrat Frank-Peter Hofbauer in seiner Rede betonte. Die Ausstellung zeigt aber auch die Stadtwerke Bruck an der Mur in all ihren Facetten und mit all den Menschen, die dahinter stecken. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit den Naturfreunden, mit dieser Fotogruppe zusammenarbeiten. Das ist insgesamt schon unsere sechste gemeinsame Ausstellung. Und nachdem das Thema Menschen bei der Arbeit ist, ist es naheliegend gewesen, auch ehemalige Mitarbeiter, die dieser Fotogruppe angehören, hier in dieses Projekt mit einzubeziehen. Die Naturfreunde sind sofort auf diesen Zug aufgesprungen und haben sich sehr gefreut über die Einladung von uns. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. August in den Räumen der Stadtwerke Bruck an der Mur zu sehen.